Christine Krupp, SPD-Parteichefin in Remscheid. Frau Krupp, die Erwartungen waren andere. Ich glaube, Sie waren ein bisschen enttäuscht. Oder habe ich das falsch interpretiert? Also natürlich wäre eine 3 vorm Komma super gewesen, gar keine Frage. Wir haben jetzt 25%, liegen gleich auch mit der Union. Ich glaube, es ist noch Luft nach oben, die Briefwahlen müssen noch ausgezählt werden. Aber wenn wir überlegen, woher wir kommen, dass uns alle runtergeschrieben haben und gesagt haben, die SPD ist unwählbar Anfang des Jahres und heute können vielleicht wir auch noch stärkste Fraktion werden, oder stärkste Kraft werden, das wäre natürlich eine Message, das wäre ein tolles Zeichen für eine moderne, progressive Politik. Und ich hoffe, dass es für 103 für den Wahlkreis auch diesmal für den SPD-Kandidaten Ingo Schäfer reicht. Jetzt zuletzt hat die CDU noch mal stark aufgeholt im Vergleich zur SPD. Hatten Sie damit gerechnet? Ich hatte es befürchtet, kann ich als Sozialdemokratin sagen. Die konservativen Wähler gehen in der Regel zur Wahl. Bei den Sozialdemokraten ist es manchmal nicht ganz so einfach. Trotz allem, ich finde, es ist alles in allem ein fairer Wahlkampf gewesen, auch hier insbesondere im Bergischen. Und derjenige oder diejenige, die jetzt hier das Rennen macht, der muss in Berlin einfach für die Kommune kämpfen, für die Menschen in diesem Wahlkreis. Und das erwarte ich von allen, ganz egal, wer da nachher gewählt ist. Welche Koalition soll denn jetzt dabei rauskommen? Ja, was ist rechnerisch an Mehrheiten? Also aktuell wären Jamaika und Ampel möglich, zumindest mit etwas klareren Mehrheiten. Und die stärkste Fraktion hat jetzt natürlich auch dann den Auftrag, erstmal Gespräche aufzunehmen. Natürlich hoffe ich als Sozialdemokratin, dass es die SPD am heutigen Abend oder in der heutigen Nacht sein wird. Vielen Dank, Frau Krupp, fürs Erste. Sehr gerne.